So, es geht weiter im Programm. Ich bin der Norai, alias Norbert Reischmann. Und ich plane ein kleines Programmchen. Davon gibt es dann heute Abend wohl zwei Kostpröbchen. Und der Titel heißt Nichts außer Ewigkeit. Nichts außer Ewigkeit bleibt. Wer geht, geht. Wer bleibt, bleibt vorläufig. Keiner weiß, wohin die Reise geht. Der Körper, müde und morsch, vergeht. Die Ewigkeit ist beseelt. Bewusstsein bleibt. Alles ist Ewigkeit. Und bei diesem ersten Lied handelt es sich um Folgendes. Eine Ehefrau und Mutter, Anfang 50-jährig, verbrachte schwerstens erkrankt das letzte Dreivierteljahr ihres Lebens in einem Hospiz, wo sie auch verstarb. Und sie übermittelte dieses Gedicht ihrem Ehemann, telepathisch oder mental, wie immer man das auch nennen mag. Und zwar, wie er sagt, wenige Stunden, nachdem sie bereits hinübergegangen war. Das Gedicht heißt, ich sehe ein Licht. Und mir war vergönnt, dieses Gedicht in ein Lied zu verwandeln. Sphären.
dieses Leben auf Erden ist vollendet und ich werde neue Aufgaben beginnen. Ihr werdet euch noch erinnern. Mein Kampf ist jetzt vorbei. Viel Krampf bricht entzwei und wandelt sich in Frieden, in Annehmen und in Lieben. Seid fröhlich und freut euch mit mir. Ich bin noch weiter hier. Mit euch als Engel, als Schmetterling oder auch als Bengel. Ich habe mein Leben gemeistert und bin noch ein bisschen begeistert, was mir so alles gelungen hier. Musik, Glauben, Freude, Hoffnung und wir. Verzeiht mir, was nicht in Liebe war. Ich tue es auch für euch für wahr. Ich bin auf der Reise nach Hause. Wir sind immer verbunden ohne Pause. Ich gehe nach Hause zurück und erfahre großes Glück. Frieden, ich grüße alle meine Lieben. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh,
Danke, dafür. Merci.